Ich weiß nicht, wer die Gags für diese Leute schreibt, aber mithalten kann ich da nicht. Nein, es tut mir wirklich leid. In einer Zeit, in der die Welt auf dem Kopf steht, in der Lüge als Wahrheit und Böse als Gut verkauft wird, in der Recht mit Unrecht verwechselt, Opfer zu Tätern und Täter zu Opfern gemacht und all das von den Medien nicht nur nicht hinterfragt, sondern bereitwillig unterstützt wird. In so einer Zeit bin ich mit meinem humoristischen Latein am Ende. Und so bleibt meine bunte Witzekiste heute leider verschlossen. Zumal es eine ungeheuerliche Neuigkeit, ja fast schon eine Ungeheuigkeit gibt, über die ich Sie umgehend informieren möchte. Ich rede nicht von den üblichen Enthüllungen, von Kosten, Explosionen oder mafiösen Machenschaften. Ich rede von einem Verdacht, den ich schon lange hatte und der sich nun bestätigt hat. S21 ist gar kein Bahnhofsmodell, auch kein Immobilienprojekt. Stuttgart 21 ist nichts anderes als eine Kampagne, um uns alle in den Wahnsinn zu treiben. Ich habe dafür auch den Beweis. Mich! Bei mir hat der Wahnsinn schon bedenkliche Spuren hinterlassen. Ich bin jetzt seit über einem Jahr dermaßen infoterrorisiert, beschäftigt, verwirrt, abgelenkt, zerschlichtet und zerspalten worden, dass ich mittlerweile jede neue Information, und sei sie noch so spektakulär, mit dem leeren Gesichtsausdruck eines wiederkäuenden Schafs quittiere. Ich habe in diesem Jahr hauptberuflich bei fehlendem Lohnausgleich recherchiert, analysiert, diskutiert, abgewogen, überprüft, bewertet und zwischenzeitlich promoviert im Fachbereich Integral, Taktverplan, Schlichtungs-, Gips-, Folterisierungsfolien, Kostensimulationsplan, Feststellbarkeitsuntersuchungsausschuss, Inkompetenziologie.